Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch eine kleine Sommerneuheit sozusagen vorstellen aus dem Amigo Verlag, nämlich Three Chapters. Und in diesem Spiel ist alles für Leute, die Märchen mögen, die Stichspiele mögen und die so ein bisschen die Wertungsart bei Far Away oder auch Elava mögen. Wie genau das Spiel funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Im Spiel findet ihr 50 einzigartig gestaltete Karten mit den Ziffern von 1 bis 50, die alle irgendwie ein Wesen zeigen, das man zum Beispiel aus Märchen kennt, aus Filmen kennt und ja, die alle auch, wie ich finde, sehr, sehr hübsch gestaltet sind. Außerdem noch eine ganze Reihe von Tokens, nämlich Herzen, Diamanten und Sterne. Und was ihr damit macht oder wann ihr die bekommt, das erkläre ich euch gleich. Ihr spielt, wie der Name vermuten lässt, Three Chapters in drei Phasen des Spiels. Die erste Phase ist eine Drafting-Phase. Ihr teilt 8 dieser Karten an jeden von euch aus und dann draftet ihr so lange, bis ihr nur noch sozusagen 2 Karten auf der Hand habt. Von den letzten beiden nehmt ihr eine noch zu euch und die letzte wird aus dem Spiel gelegt. So sind eben nicht immer alle Karten natürlich im Spiel, sowieso schon nicht. Und ihr wisst aber eben auch nicht, welche hat vielleicht die andere Person rausgelegt. Bei diesem Spiel ist es relativ wichtig oder von Vorteil, wenn man sich ganz gut merken kann, welche Karten sind denn so im Umlauf. Denn wie der verliebte Zwerg hat einmal hier oben die Zahl 15, die ist später wichtig für das Stichspiel, was in Phase 2 kommt. Dann hat er hier ein Symbol und hier unten noch eine Bedingung. Und hier heißt es zum Beispiel, wenn mit Schneewittchen, dann gibt es 4 solcher grünen Steine. Und diese Bedingungen triggern es unter Umständen zweimal im Spiel, nämlich einmal in der Stichphase und einmal noch in der dritten Phase der Auswertungsphase. Das heißt, ihr solltet bei der Auswahl eurer Karten immer so ein bisschen darauf achten, welche Karten sind denn noch mit im Umlauf oder welche Karten habt ihr eben auch selbst mit im Spiel. Nachdem ihr das gemacht habt, also alle Karten unter euch sozusagen gedraftet, beginnt das Stichspiel. Und dann wird ganz klassisch, einer spielt eben aus. Jetzt gibt es hier keine Farben und auch keine Trumpffarbe oder irgendwas, sondern es gibt einfach nur die Ziffern, die hier oben auf der Karte stehen. Und so spielt ihr jeder nach und nach eine Karte aus. Dann wird geschaut, wer hat die größte Zahl. Diese Person bekommt dann einen solchen kleinen Stern. Der Stern ist am Ende des Spiels 2 Punkte wert. Und dann werden die Bedingungen hier unten in dem Kästchen ausgeführt. Also hättet ihr zum Beispiel den gestiefelten Kater ausgespielt, völlig unabhängig, ob ihr damit den Stich gewinnt oder nicht, gibt es hier unten pro solchem ausgespielten Monsterkopf auch nochmal ein Herz. Ein Herz ist am Ende des Spiels 1 Punkt wert. Hättet ihr beispielsweise den Oger ausgespielt, dann würdet ihr pro Tatze, die mit in diesem einen Stich liegt, einen Diamanten bekommen. Zwei Diamanten sind am Ende des Spiels auch nochmal ein Siegpunkt wert. So könnt ihr also in der Stichphase alle immer schon unter Umständen Dinge bekommen. Es gibt allerdings auch Karten, die schalten das natürlich aus. Es gibt natürlich auch Karten, wie ich eben schon gezeigt habe, zum Beispiel es gibt Hänsel und Gretel und die bringen nur Punkte, wenn sie miteinander irgendwie da sind. Sind sie halt nicht miteinander, geben sie auch mal unter Umständen keine Punkte. Die ausgespielten Karten legt jetzt jeder vor sich in eine offene Auslage, sodass ihr die auch immer ein bisschen im Blick habt. Am Ende, wenn ihr ausgespielt habt, also alle Stiche fertig sind und ihr alle eure eigenen gespielten Karten vor euch liegen habt, dann werden diese Bedingungen hier unten nochmal genutzt. Dann guckt ihr nämlich wieder in meinen eigenen Karten, wie viel, jetzt zum Beispiel beim gestiefelten Kater, wie viel habe ich, die diesen Kopf hier zeigen. Und dann bekomme ich wieder ein Herz pro Kopf. Das heißt also, in Phase 1 beim Auswählen der Karten sollte ich schon darauf achten, wenn ich den gestiefelten Kater habe, dass ich dann auch möglichst viele Karten mit diesem Symbol sammle, weil die dann bei mir selbst auch wieder am Ende in der dritten Runde Punkte bringen.
Wer dann am Ende nach Auszählung der ganzen Tokens die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Ihr seht auf der Rückseite der Anleitung auch nochmal eine Übersicht, wie viel was wert ist und auch nochmal alle möglichen Attribute. Ich finde, die Karten sind einfach wirklich schön gezeichnet. Ja, also ihr habt, wie gesagt, ja 50 einzigartige Karten. Also die sind wirklich alle alleine und brauchen eben etwas. Und ihr habt aber eben auch Karten, wie zum Beispiel hier. Da seht ihr oben so ein Siegel mit einer 2 drauf. Und das heißt, der Troll, der hat auch tatsächlich nur in der Phase 2. Also nur wenn er den Stich gewinnt, kriegt man ja sowieso einen Stern und er würde jetzt einen zweiten Stern bekommen. Der kann natürlich in der Phase 3 dann nicht nochmal irgendwie gemacht werden. Es gibt aber auch Karten, die nur in Phase 3 auftauchen. Schaue ich mal gerade, ob ich eine finde. Also ich glaube, es gibt irgendeinen Hasen. Ah, hier, nee, der gierige Zwerg zum Beispiel. Der gibt sowieso, wenn ich ihn ausspiele, einen grünen. Vielleicht habe ich auch Glück und ich gewinne den Stich, dann kriege ich auch noch einen Stern. Aber in der letzten Runde, also in der letzten Phase, bekomme ich auf jeden Fall einen Stern, wenn ich die meisten grünen gesammelt habe. Es gibt auch Karten, die haben gar keinen Zusatzeffekt. Das ist zum Beispiel der Riese. Aber dafür hat der Riese halt hier die Zahl 47 und es ist relativ wahrscheinlich oder sehr gut möglich, dass ich dann damit den Stich gewinne. So spielt ihr also diese drei Phasen. Die Spielzeit ist, glaube ich, mit 30 Minuten angegeben. Ich gucke mal gerade. Ja, ungefähr 30 Minuten. Es können 2 bis 6 Personen mitspielen. Wenn ihr das Ganze zu zweit spielt, was ich bisher noch nicht getan habe, aber nur aus einer Erzählung sozusagen kenne, dann draftet ihr am Anfang auch und draftet sozusagen aber auch noch einen Botstapel mit. Das heißt, ihr wisst zwar, was dort ist, der deckt dann aber immer einfach zufällig eine Karte auf. Das muss man halt mögen und ich bin nicht so der Freund von diesen Bot-Spielen, aber ich habe es jetzt auch noch nicht tatsächlich ausprobiert. Ihr seht am Ende auch nochmal, obwohl ich finde, dass die Erklärung auf den Karten schon total gut ist, aber ihr habt am Ende der Anleitung nochmal eine komplette Übersicht mit den Karten und ihren besonderen Fähigkeiten. Aber wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich alles recht gut gemacht, auch die Anleitung an sich. Es ist immer ein Beispiel. Wird nochmal genau erklärt, was ihr macht und natürlich eben auch die Wertungen. Für mich war Three Chapters eine Überraschung, weil ich ehrlich gesagt eigentlich nicht so viel von dem Spiel erwartet habe. Aber es hat mich dann bei einem Spieleabend echt überzeugt, sodass ich es mir auch direkt gekauft habe. Ich werde es jetzt auch auf jeden Fall mal zu zweit ausprobieren. Wie gesagt, vielleicht gefällt es mir ja doch. Aber ich glaube eher nicht. Ich kann es aber absolut empfehlen und der einzige, ich weiß, Umwelt und so, es ist auch alles hier schön in Papier verpackt, aber es sind wieder diese very hässlichen Klebedinger und ich habe das hier mal versucht abzumachen. Ich lasse es hier jetzt einfach so, wie es ist. Sieht es vielleicht nicht so, ups, wahnsinnig hübsch aus, aber dafür ist auch die Verpackung nicht kaputt. Also diese kleine Sommerneuheit kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr gerne draftet, kleine Stichspiele spielt und eben diesen Effekt so ein bisschen wie Far Away und Elava mögt, wobei eben hier die Auslage keine Rolle spielt. Ihr dürft am Ende selbst gucken, in welcher Reihenfolge ihr das auslöst, weil manchmal kriegt man für hier noch was, was später auch wieder Punkte kriegt. Also da kann man sich selbst ein bisschen das schön rechnen, wie man das braucht. Aber ansonsten ist das hier wirklich ein sehr kurzweiliges, sehr unterhaltsames und für mich überraschend gutes Spiel.